machen Sie denn da? Das ist doch lebensgefährlich! Das war mal wieder ein Tag ohne Stress, ohne irgendwelche gefährlichen Spezialeinsätze. Ich freue mich schon so richtig auf mein Bett. Ja? Was war das? Hat da nicht eben jemand geschrien? Das hat mir gerade noch gefehlt. Sag mal, hat der Nick Kramer eigentlich nichts Besseres zu tun, als junge Mädchen zu belästigen? Du hast eine ziemlich große Klappe. Ich denke, es wird Zeit, mit dir zu stopfen. Kleiner! Jetzt verabschiede dich! Ich würde sagen, wir nutzen die Gelegenheit und gehen einfach. Gut festhalten, das ist kein Dreirad. Verdammt, sie sind uns entkommen. Hast du dich verletzt? Mir geht's gut und danke, dass Sie mir da eben geholfen haben. Ach, war's nichts zu danken. Es ist ja schließlich mein Beruf. Ach, Sie sind also Polizist, ja? Genau. Und darf ich mal fragen, wie du heißt? Ich heiße Chaco und vom Beruf bin ich Kellnerin. Ich arbeite im Orion Kabarett. Im Kabarett? Für einen solchen Laden ist sie doch noch viel zu jung. Warum hat Nikram versucht, sie zu entführen? Sie wollen doch jetzt nicht etwa ins Showgeschäft einsteigen. Sie haben mir sehr geholfen, aber wenn Sie mich jetzt vielleicht hier absetzen würden? Als Polizist ist es meine Pflicht, die Bürger dieser Stadt zu beschützen. Außerdem möchte ich auf keinen Fall, dass du nochmal in solche Schwierigkeiten gerätst. Das ist wirklich sehr freundlich von Ihnen. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen dafür danken kann. Ach übrigens, ich heiße Rico Orashimen. Du kannst mich Rico nennen. Rico? Was sagen Sie da? Margaret ist weg. Habe ich Ihnen nicht gesagt, dass Sie meine Tochter nicht aus den Augen lassen sollen, Sie Schwachkopf? Ich bin wirklich untröstlich, Master Einheld. Tut mir leid. Was ist, wenn Ludwig sie in seine Gewalt bringt? Sie wissen ja, dass er um jeden Preis die geheime Formel für das Antiquantenumwandlungssystem haben will, was wir gerade entwickeln. Einheld, der früher unter Generalissimo Fuller einer der führenden Innovationswissenschaftler war, arbeitet an seinem Antiquantenprojekt irgendwo an einem geheimen Ort in Neo-Tokyo. Wenn er dieses Antiquantenumwandlungssystem erst einmal vollendet hat, wird er eine unglaubliche Macht besitzen, Ludwig. Aber er hat auch einen schwachen Punkt. Er hat eine Tochter, die er über alles liebt, und das ist unsere Chance. Wenn wir seine Tochter in unsere Gewalt bringen können, wird sie uns verraten, wo er sich zurzeit aufhält. Ich bin zum ersten Mal in einer Disco, toll! Das gibt's doch nicht. Du bist wirklich zum ersten Mal in einer Disco? Was machst du denn sonst, wenn du abends ausgehst, hä? Chaco, warte auf mich! Ich doch! Das ist eine dreidimensionale Animationsfotografie. Oh, echt stark aus. Da? Foto, hübsches Fräulein, hä? Wie wär's mit dem Animationsfoto, hübsches Fräulein, hä? Was will denn diese Klopfbirne hier? Dass du immer da auftauchen musst, wo man dich überhaupt nicht gebrauchen kann. Chaco ist meine Freundin. Geht das in deine Birne? Du fantasierst wohl. Sie ist die Schöne und du bist das Biest. Ja, ich habe ihr eben das Leben gerettet. Für sie bin ich sowas wie ein Held. Seit wann erst ein Held in Schokolade? Aber was ist dir da eigentlich hin? Chaco! Sie arbeitet als Bedienung in einem Kabarett, obwohl sie eigentlich noch viel zu jung dafür ist. Ich bin sicher, dass sich hinter ihrem Lächeln eine bittere Vergangenheit verbirgt. Ach, was ich noch sagen wollte, ich weiß zwar nicht warum, aber Nikram hat versucht, sie zu entführen. Nikram, sagst du?
Das ist also das besagte Kabarett, von dem Rico gesprochen hat. Moment mal, Mädels. Das geht nicht. Ich bin rein dienstlich hier. Meine Mutter hat gesagt, lass dich nicht von fremden Frauen anquatschen. Dann gab es also offensichtlich keine Bedienung namens Chaco im Orion Cabaret, richtig? Das nicht, aber was mich letztendlich dabei so irritiert, ist die Tatsache, dass Neecrime sie entführen wollte. Ich glaube, dich irritiert ganz was anderes. Tja, weißt du, Sophia, es gibt eben Aufträge, die verlangen einen gewissen Einsatz von dir. Musst du immer übertreiben? Nein. Ich glaube, ich habe da gerade eine Idee. Wenn ich mich recht erinnere, dann ist dieses Mädchen die Tochter eines einflussreichen Mannes. Na los, geht mir aus dem Weg, weg da! Sophia, du hast da was vergessen. Hm? Oh, tut mir schrecklich leid. Ach, ich liebe die Luft im Morgengrauen. Tust du mir einen Gefallen? Es gibt da nämlich etwas, was ich schon immer mal sehen wollte. Ich gehe mit dir, wohin du willst. Wenn es sein muss, sogar bis ans Ende der Welt. Also spuck's aus, wo willst du hin? Du bist so süß. Dachte ich's mir doch, sie ist die einzige Tochter von Professor Einheld, der früher mal für Fuller gearbeitet hat. Professor Einheld? Man weiß nicht sehr viel über ihn, nur dass er ein genialer Wissenschaftler ist. Angeblich sieht sie sowas zum ersten Mal. Mein Gott, sie muss ja wirklich aus sehr armen Verhältnissen kommen. Damit möchte ich auch mal fahren. Na, warum gehen wir da nicht einfach rein und amüsieren uns? Oh, das tut mir schrecklich leid. Wölfe haben was gegen Eiscreme und ich finde das hier überhaupt nicht witzig. Mistding, jawohl, das gibt es doch nicht. Also irgendwie bist du allmählich ein bisschen lästig. Ich weiß gar nicht, was du von der Kleinen willst. Kann mir das mal erklären? Halt's Maul, das hat nichts mit dir zu tun. Oh Mann, was mach ich überhaupt? Und her! Ich muss wirklich ein Held sein, sonst wäre ich schon längst tot. War hoffentlich ein kurzes und erfülltes Leben. Wieder so eine Animation? Ja! Hinter dir, pass auf, Stinkerbär! Hier! Das war zwar eine billige Attrappe, aber der Trottel ist drauf reingefallen. Ah!
Mach sie weg hier! Mach es! Oh nein, sie haben sie! Rico! Hab keine Angst! Wir nehmen sie mit, du hast hoffentlich nichts dagegen! Und hemm! Lass mich los, du Kakerlake! Halt dich an mir fest! Mann, hab ich das wieder gut hingekriegt. Na, war ich gefallen? Weißt du was, du siehst bezaubernd aus. Sind wir in Sicherheit? Ja, aber nicht mehr lange! Du bist so unheimlich männlich. Ich bin männlich, im Ernst? Aber mich würde allmählich wirklich mal interessieren, warum die so ein unglaubliches Interesse an dir haben. Kannst du mir das vielleicht mal erklären? Ich weiß auch nicht. Sag mal, Rico, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie das Meer gesehen. Willst du dir was ausmachen, wenn du mit mir ans Meer fahren würdest? Das hätte ich nämlich jetzt unheimlich Lust. Von mir aus? Oh. Hier spricht Rico, was gibt's denn? Ich habe was Wichtiges mit dir zu besprechen. Sprich doch mal deutlich. Von mir aus wird gemacht. Also manchmal verstehe ich Rico wirklich nicht. Ich möchte mal wissen, was in seinem Kopf eigentlich vorgeht. Sag mal, wer war das denn? Ach, nur so ein Typ, der kriegt doch eine Rolle Drops von mir, weißt du? Sie ist also die Tochter eines Wissenschaftlers, der für Fuller gearbeitet hat. Jetzt verstehe ich. Deswegen hat sie auch noch nie all diese ganz normalen Dinge gesehen, weil sie wahrscheinlich mit ihrem Vater untertauchen musste und seitdem völlig isoliert gelebt hat. Dann würde ich mal sagen, wir fahren jetzt ans Meer. Ehrlich? Das ist ja toll! Was hältst du davon, wenn wir uns erstmal amüsieren? Es ist nur... Ich habe gerade einen Bericht erhalten, demzufolge ein U-Boot von Nick Flamm das Unterwasserrestaurant angegriffen und zwei Personen entführt hat, bei denen es sich wahrscheinlich um Rico und Margaret handelt. Ich verstehe nicht, wie man so unvorsichtig sein kann. Es tut mir so furchtbar leid. Wenn ich nicht gewesen wäre, wärst du jetzt nicht hier. Ich finde es eigentlich ganz gemütlich. Haben wir dir etwa Ärger gemacht?
Ich würde mich wirklich nicht wundern, wenn du irgendeinen von uns bestochen hättest. Was sollte ich denn machen? Diese junge Dame hier war ja nicht gerade geständig. Außerdem finde ich diese Lösung auch wesentlich eleganter, als sinnlos Gewalt anzuwenden. Du brauchst also keine Angst zu haben, dass wir dir was antun. Dein Vater hat versprochen, in Kürze mit dem Antiquanten-Umwandlungssystem hier zu sein. Mit dem Antiquanten-Umwandlungssystem? Ein System, mit dem man überaus effizient Antiquanten erschaffen kann, die wiederum die ultimative Energiequelle darstellen. Tja, ihr Lieben, es wird nicht mehr lange dauern, da werde ich die ganze Welt beherrschen. Ich soll sie zu ihrer Tochter bringen, Professor Einhell. Wie geht's ihr? Wie geht es meiner Tochter? Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Vater? Haben Sie dir irgendwas angetan? Wir haben unseren Teil der Abmachung erfüllt. Es ist jetzt an der Zeit, dass Sie Ihren Teil erfüllen, Professor. Ich bitte dich, das darfst du nicht tun. Es wird allmählich Zeit, dass du mit diesen Geschäften aufhörst. Das sind Verbrecher, Vater. Und wenn du mit denen Geschäfte machst, bist du selbst einer. Ich bitte dich, Margaret. Ich habe keine Lust, für den Rest meines Lebens von der Außenwelt abgeschnitten zu sein. Schluss jetzt mit diesem rührseligen Familiengeschwafel. Sie haben sowieso keine Wahl. Na los! Wie kommst du an meine Waffe, du Zwerg? Bombe! Sofort weg hier! Wenn wir Rico finden wollen, sollten wir uns jetzt besser trennen. Ja. Von mir aus könnt ihr so viel schießen, wie ihr wollt. Ist mir egal. Na bitte, da haben wir es doch schon. Bitte, lieber Gott, steh mir bei. Was war denn das eben für ein Knall? Sie müssen versprechen, meiner Tochter nichts anzutun, wenn ich Ihnen die Geheimformel gebe. Das verspreche ich Ihnen, Professor. Alles, was Sie für die Umwandlung brauchen, ist auf dieser Diskette. Aber Vater! Hol mir die Diskette, Gitanda. Jawohl, Sir. Da draußen stimmt doch irgendwas nicht. Stinker Wolf, sieh mal kurz nach. Jawohl, Sir, ich werde mich drum kümmern. Darf ich mich kurz vorstellen? Ich bin der Ritter von der Kokosnuss und zeig euch, wo der Hammer hängt. Das wurde aber auch Zeit. Was hältst du davon, wenn wir hier erstmal klar Schiff machen? Tut mir leid, aber die gehört jetzt mir. Alle mal her sehen, jetzt wird's wieder schön farbenfroh. Wir müssen hier rauf, Ludwig, schnell! Marlene! Aufmachen, ihr Dreckskerle! Ja, vielleicht hier. Ja, ich kriege meine Hand nicht mehr raus. Um Gottes Willen, Rico! Professor Einhell, ich glaube, es wäre für alle Beteiligten das Beste, wenn Sie hier in Magnapolis bleiben würden. Ja. Und was halten Sie davon, in Zukunft für uns zu arbeiten, Professor? Wie? Ich will mal so sagen, Sie würden uns damit einen großen Dienst erweisen. Außerdem könnten Sie dann vielleicht auf diese Art und Weise Ihr Gewissen entlasten. Ich möchte mich für dieses Angebot bedanken. Ich stehe selbstverständlich zu Ihrer Verfügung. Und wir versprechen, dass wir Ihnen in Zukunft nie Crime vom Hals halten werden, okay?
Du bist wirklich süß, Rico. Da fällt mir ein, ich habe hier noch was für dich, als Andenken sozusagen. Für dich habe ich übrigens auch eins. Hast du etwa zwei davon gemacht? Ich habe mir eben gedacht, du freust dich vielleicht. Genauso wie ich mich auch freue. Jetzt reicht's aber wirklich.